Heute geht es um lustige, wahnsinnige und spannende Facts rund um die bunten Steine aus dem Hause Lego. Das darfst du auf keinen Fall verpassen. Bis gleich. Ja, jetzt geht's los. Ich bin Pascal von Galopsbrick und jetzt geht's los mit dem ersten Punkt. Und das ist einer, der vielleicht viele von euch schon kennen, aber vielleicht haben wir auch ein paar junge oder neue Zuschauer. Lego ist aus den Worten Leggott, das ist Dänisch und heißt Spielgut zusammengesetzt. Ist doch ein passendes Anagramm, was der Gründer zusammen gemacht hat. Und weiter geht's. Von den 340 Millionen Minifiguren, die letztes Jahr produziert wurden, wenn man die so aneinanderreihen würde, ergäbe das eine Strecke von London nach Peking, nämlich 7800 Kilometer. Das ist doch eigentlich der Wahnsinn. Und jetzt kommen wir auch zum dritten Punkt oder zum dritten Fact, wie man so schön sagt. Der erste Stein, der produziert wurde, ist immer noch kompatibel mit den Steinen, die heute gemacht werden. Also, auch wenn die mal ein bisschen anders aussehen oder auf der Rückseite mal ein Loch noch mehr haben oder weiß nicht was, aber sie sind immer noch kompatibel. Und das ist eigentlich schon cool, dass das einfach alles immer noch zusammenfasst. Dann kommen wir zum vierten Punkt, das ist auch gleich zu den Formen. Die Formen, die sind so genau, dass sie nur 2000stel Millimeter abweichen. Und das ist so genau, dass von 1 Million produzierten Steine nur 18 nicht den Qualitätsstandards entspricht und aussortiert wird. Natürlich gibt es da auch mal einen kleinen Farbunterschied. Das ist uns allen bekannt. Aber vielleicht hat es ja ein paar Polymechaniker, wie das bei uns heißt, oder Polymerspezialisten, die das wissen, dass das nicht immer so einfach ist, die Farbe in jeder Jahreszeit genau gleich hinzukriegen. Ja, dann kommen wir zum fünften Punkt. Der höchste Lego-Turm ist 28,7 Meter hoch und besteht aus 465.000 Lego-Steinen. Ja, ein richtig großer Turm, da kann man ja schon was erreichen damit, ne? Und ich musste auch immer ein bisschen da spicken. Ich bin da, habe das 10-mal durchgelesen, aber es soll ja am Schluss auch stimmen. Nicht, dass ihr da kommt und sagt, ja, du erzählst da irgendeinen Schrott. Nee, das ist wirklich alles recherchiert. Und jetzt kommen wir zum sechsten Punkt. Während der Weihnachtszeit verkauft die Firma Lego 28 Sets in der Sekunde. Wenn man sich das mal ausrechnet, das ist schon richtig krass und bringt allen Menschen Freude in die gute Stube. Und natürlich auch Freunde, ja. Kommen wir zum siebten Fun Fact. Alle Lego-Angestellten, die im Lego Discovery Center, Lego House und so arbeiten, bekommen den Rang Master Model Builder. Das ist doch eigentlich schon cool, wenn man nicht irgendwie CEO oder weiß der Geier nicht, was heißt, sondern Master Model Building. Ja, das ist schon eine coole Sache. Würde mir auch gefallen. Ja, im Durchschnitt gibt es weltweit 80 Lego-Steine pro Mensch. Ich habe das hochgerechnet. Es gibt ungefähr 640 Milliarden Lego-Steine auf dieser ganzen Welt. Es ist eine Zahl, die wurde mehrmals erwähnt und wir nehmen jetzt die einfach und glauben das, weil ja immer wieder was kaputt geht, obwohl Lego so lange haltbar ist. Ich denke, es sind wahrscheinlich schon viel mehr, aber man weiß ja auch nicht, ob da mal wieder was recycelt wird oder weggeschmissen wird, aber es ist schon eine richtig krasse Zahl. Und jetzt kommen wir zu was ganz Spannendes. Also wenn man 8 Lego-Steine nimmt, die 2x4 Basissteine, dann bekommt man eine unglaubliche Zahl an Kombinationen, wo man die zusammenstecken kann. Also das ist, wenn man 2 Steine in verschiedenen Varianten zusammensteckt, dann sind das 24 verschiedene Arten. Wenn man aber schon 3 Steine hat,
sind das 1400 verschiedene Arten, die zusammenzustecken. Und das geht ja potenziell in die Höhe. Und wenn man 6 Steine nimmt, hat man 915.103.765 mögliche Kombinationen, um das zusammenzustecken. Und diese 6 Steine, die bekommt man auch, wenn man ins Lego-Haus in Billund geht, bei jedem Eintritt geschenkt. Und man bekommt so eine kleine ID-Card mit der persönlichen Kombination. Und Lego hat mal gesagt, sie werden sich was Neues überlegen zu bauen, falls sie so viele Besucher haben werden, dass diese Kombinationen nicht ausreichen würden. Das ist doch schon mal cool, wenn man jedem Besucher eine persönliche Identität geben kann anhand von 6 Lego-Steinen. Ist da schon wahnsinnig. Und jetzt kommen wir eigentlich noch zu meinem Lieblingspunkt, Fact, die Nummer 10. Lego produziert mehr Reifen als der größte Reifenproduzent Goodyear, nämlich Lego produziert 318 Millionen Lego-Reifen aus Gummi. 318 Millionen Stück. Also wenn man das jetzt durch 4 teilt, dann gibt das irgendwie Reifen für 75 Millionen Fahrzeuge. Das ist doch eigentlich schon richtig, richtig krass. Ja, mal was ganz anderes. Die Fun Facts. Vielleicht habe ich eure Meinung einen vergessen. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und aktiviert die Glocke. Es war richtig cool, wart ihr mit dabei. Tschüss zusammen.